Das Fenster ist offen. Wir sind spät. Wo ist der Laster? Eine Art Genomaufzeichnung. Sie wollen seine Reptilgene reaktivieren. Sie haben Dr. Connors studiert. Oh Gott, sie wollen ihn ebenfalls jagen. Da drin sind viele Jäger. Hier haben sie sich wohl eingerichtet. Sieht gut aus. Hallo? Ich mag's nicht, wenn man sich an mich ranschleicht. Vom Dach aus sehe ich vielleicht mehr. Du bist am falschen Ort, Kleine. Ich mache es möglichst schmerzlos. Ich komme zu dir. Ich muss sie trennen. So viele wollten ihn töten. Menschen und Tiere. Ich glaube, es ist unmöglich. Du hast recht. Unter Trümmern lebendig begraben. Ich sehe nach. Was sind sie, Doc? Was ist das da oben? Ich muss Connors finden. Wieder eine von Totenstille geplagte Nacht. Nicht mal seine Flügel konnten ihn retten. Damit hätte er überlegen sein können. Aber nein. Ich habe sie gestürzt. Er ist tot? Telefon! Connors Handy. Bitte stopp mich. Harry, ich bin's, MJ. Ich bin in einem verlassenen Zoo in Jersey. Bitte. Nicht. Bitte. Ihr versteht das nicht. Mein Code für den Käfig und den Schlüssel für Connors Fesseln. Ich muss sie finden.
Craven wird seine Beute... Oh nein. Das hat er nicht verdient. Dämmerung. 22 Grad Celsius. Mit einer Klinge ins Brustbein erledigt. Fast wäre es was gewesen. Er wollte sich gegenüber einem Raubtier, aber nicht als überlegenerweise. Die den Code eingab, muss in der Nähe sein. Ich habe nur eine von Cravens Jagden leider. Diese wird besonders. Ich bin dran. Hab ich dich nur schon? Ich sehe nach. Du gehörst mir.